Brote. Mit dem Pillow-Trick. Klicke die Klack. Ich mach mal Pi mal Handgelenk. Könnte das mit dem funktionieren? Einfach mal so. Zack. So, jetzt kann man den ja einfach so draufsetzen, aber das bringt ja nicht viel, weil dann nicht mehr mit den üblichen Höhen und Breiten arbeiten kannst. Also nimmst du von den Wänden, nee, nicht von den Wänden, von den Bodenteilen, entweder die Treppe. Und jetzt schaut da oben noch ein Stückel raus. Das heißt, diese Teile sind Dachteile, aber obendrauf muss wieder ein Boden drauf. Und darum schaut das oben raus. Und wenn jetzt noch so ein Teil nimmst und das hier draufsetzen willst, dann musst du da so rumpopeln, bis es endlich treffen tust, wo es hin sollte. Aber einfach geht's mit diesem Treppenteil. Dann klick das einfach an. Zack. Kannst die Treppe wieder wegnehmen. Jetzt sitzt das genau da, wo es sein muss. Kannst du die anderen ansetzen. Und höher willst, nimmst halt nochmal die Treppe hier, einfach hier in die Ecke setzen, dann schaut das oben wieder raus und kannst wieder mit diesen Teilen oder als Abschluss so ein Dachteil, weil du jetzt sagst, ja, jetzt ist fertig. Die ansetze, am besten ohne runterzufallen. Drehen wir den so und drehen den. Nee. So. Dann hast du da ein Türmchen oben mit Dach. Kannst die Treppe eigentlich wegnehmen oder als Aufstieg benutzen. Und da kommt man auch da in diese Stockwerke rauf. Ups. Und schon ist man oben. Dann kann man, wenn man lustig genug ist, hier eine Wohnung draus machen. Kann aber auch beliebig weiter ausgebaut oder angebaut werde, indem man einfach halt, gibt ja hier noch so Wandteile oder solche Durchgänge, die sind alle irgendwie miteinander verbindbar. Kannst hier so eine Kiste ran machen oder den umdrehen und schon hast du ein kleines Räumchen. Wenn du lustig bist, kannst du sagen, okay, mach hier solche Wände oder die da. Die klicken jetzt von alleine an diese Stellen. Jetzt sag du mir, warum du hier nicht willst. Das ist wieder der alte. Warum auch immer. Ich will jetzt hier nicht. Muss ich jetzt hier zuerst und dann den?
Er ist ja ulkig. An was liegt es? Ich möchte es ja hier schon zumachen, oder? Muss ich jetzt den oben wieder wegnehmen? Mach jetzt keinen Scheiß. Ja, komm, geh halt darüber. Warum weigern die sich, auf einmal die Wände anzunehmen? Mach ich den dran? Geht's hier nicht? Sagt mir einer, warum das nicht gehen soll. Und dann oben? Oben geht's. Komischerweise. Oben geht's. An was liegt's? Ist da irgendwas? Machen wir halt Fenster. Da will er auch wieder nicht. Ah, da fehlt was. Und zwar der da. Wirst du wohl rein? Hey. Da musst du halt noch mal weg. Nimm's doch jetzt. Hallo? Hallo? Ich habe zu viel Scheiße. Da jetzt. Wo es anpacken kann. Hey. Nimm doch mal das Teil. Wie ging das schon wieder? Stoße? Ja, auf X drücke und mit der Richtungstaste wegschiebe. Mit dem linken Stick, wo man laufen tut. Da kann man die Sache hin und her schiebe. Ach, dann machen wir halt hier noch so eine Kack-Terrassenteil. Oder geht das da? Ja, das geht jetzt. Okay. Alles klar. Machen wir halt sowas. Sieht ja auch wild aus. Ja, komm. Hier könnte man auf der Seite zumachen. Hier auch. Hier auch. Hier kann man auch zumachen. Sollte man können. Nö, der hat keine Lust mehr. Da ist er falsch. Dann lassen wir das halt. Einfach ein bisschen ausprobieren. Ach komm, hier möchte ich sowas. Hier auch. Nee. Fehlt da noch was? Klar. Machen wir hier eine Terrasse. Bodenteil. Normal. Nicht mit Teppich. Dann rüber zu Geländer. Hätten wir das? Gehen wir rauf. Aber warum nicht? Ich habe was Neues gemacht. Hier könnte ich hier noch.
Treppe ansetze. Wieso nicht? Das Ganze kann man auch aus Stahl bauen. Zum Beispiel.